Ihnen zu sein und zum Thema Fruchtsaft in der Ernährung von Diabetes mellitus Typ 2 zu sprechen. Warum das Thema? Ganz einfach, die Diabetesprävalenz ist in Deutschland so riesig, 8,5 Millionen Menschen in Deutschland. Geht man nach dem neuesten Diabetesbericht davon aus, dass sie an Diabetes erkrankt sind, wobei davon fast 2 Millionen wahrscheinlich noch gar nicht wissen, dass sie an Diabetes erkrankt sind, weil es so eine immens große Dunkelziffer gibt, was ja auch daran liegt, dass Diabetes am Anfang überhaupt nicht wehtut. Erst wenn die Komorbiditäten und die Folgeerkrankungen dazukommen, dann werden sich die Patienten des Problems oder ihrer Krankheit bewusst. Ansonsten, gerade bei den Typ-2-Diabetikern, und das sind 95% aller an Diabetes Erkrankten, sprechen ja auch die einen oder anderen immer noch von dem, sie haben ein bisschen Alterszucker. Ja, so wird es auch leider noch von manchen Ärzten gesagt, na ja, ne, der Blutzucker ist ein bisschen hoch bei den über 70-Jährigen. Sie haben halt den Alterszucker. Wenn sich dann die Patienten austauschen in ihrem Bekanntenkreis, dann geht das vielen so. Sie sehen, dass 10% der Bevölkerung leiden an Diabetes, bei der Altersgruppe ab 70 Jahren sogar 20%, das heißt jeder Fünfte. Und dann ist man in guter Gesellschaft und dagegen gibt es ja im Zweifelsfalle auch eine schnelle Tablette. Und dann ist das Problem erstmal behoben. Was dann für Folgeerscheinungen kommen, beziehungsweise wenn der Blutzuckerspiegel nicht gut eingestellt ist. Manchmal sieht man eben die Diabetiker des Typs 2 erst dann in der Ernährungsberatungspraxis. Wenn man sich das mal deutschlandweit anschaut, ist das bisschen Alterszucker oder der Typ 2 Diabetes eben doch auch ein gesamtgesellschaftliches Problem. Menschen mit Diabetes verursachen etwa doppelt so viele Gesundheitskosten wie Menschen ohne Diabetes. Fast jeder zehnte Euro der deutschen Gesundheitsausgaben wird für die Behandlung des Typ-2-Diabetes verwendet. Und dabei natürlich die Behandlung der Diabetiker, vor allen Dingen die Behandlung der diabetischen Folgeschäden. Diese Zahlen zeige ich Ihnen ganz einfach, um zu zeigen, wie viel man auch machen könnte, wie viel wir als Ernährungstherapeuten dem Staat. Ich war dabei, zu sagen, dass die Versorgungsleitlinie des Typ-2-Diabetes, also eine der DS3-Leitlinien, nach der wir uns in der Behandlung der Diabetiker richten sollten, die Ernährungstherapie und die Lebensstiländerung als Basistherapie in der Behandlung der Diabetiker nennt. Das heißt, das ist das allererste, was passieren sollte. Es sollten auch medikamentöse Maßnahmen eingesetzt werden. Diese Ernährungstherapie erfolgt häufig in Form von Gruppenschulungen in wenigen Einheiten, weniger in der individualisierten Ernährungstherapie. Und wer von Ihnen Typ-2-Diabetiker berät, weiß, dass diese Menschen häufig eine persönliche Ansprache und ein persönliches Eingehen auf ihre Lebenssituationen und auch wirklich Durchsprechen von einzelnen Mahlzeiten brauchen würden, damit sie wirklich eine ja, die ernährungstherapeutische Empfehlung auch umsetzen können. Eine Broschüre in die Hand zu setzen oder an drei Vorträgen teilzunehmen, reicht da häufig nicht. Deswegen sind auch viele Ärzte schon dazu übergegangen, dass sie gleich zu Beginn nach der Diagnose Metformin, ja, das wirksamste Antidiabetikum, verschreiben. Die Sache ist die, dass Metformin kann auch den Langzeitzucker um 1 bis 2 Prozentpunkte runterbringen, ist damit wirklich sehr wirksam, kann aber bei vielen
Komorbiditäten gar nicht eingesetzt werden. Das heißt, wenn der Patient schon wegen eines hohen Blutdrucks einen Beta-Blocker nimmt, dann sollte es nicht eingesetzt werden. Wenn jetzt das Metformin selber noch nicht ausreicht, das ABA1C, den Langzeitzucker, runterzubringen, dann wird empfohlen, nach 3 Monaten ein weiteres Antidiabetikum dazuzuführen. Und dann hat man schon den Cocktail an Nebenwirkungen von 2 Medikamenten. Das Metformin ist relativ gut verträglich, wobei es auch da zu Magen-Darm-Problemen kommt. Aber wenn der Diabetiker schon das zweite Antidiabetikum nehmen muss, dann sind die folgenden Medikamente auch immer mit einer Gewichtszunahme oder fast immer mit einer Gewichtszunahme verbunden. Und das ist ja eigentlich das, was der Typ-2-Diabetiker nicht braucht, denn 90% der Typ-2-Diabetiker sind eh übergewichtig. So, das ist alles, was die S3-Leitlinie zur Ernährungstherapie sagt. Ja. Und sie sagt dann noch, die Typ-2-Diabetiker sollen zu einer gesunden, ausgewogenen Kostform motiviert werden und ihre bisherigen Essgewohnheiten sollen beachtet werden. Das geht natürlich nicht in der Gruppenschulung, das geht eigentlich nur in der Ernährungstherapie. Außerdem sollen sie auf sogenannte Diät- und Diabetiker-Lebensmittel verzichten, die es auch gar nicht mehr auf dem Markt gibt. So, was macht die Patientenleitlinie jetzt daraus? Die S3-Leitlinie, die ich eben vorgestellt habe, die richtet sich an das Fachpersonal. Die Patientenleitlinie sollte vom Wording her sich auch von Patienten verstanden werden können. Da habe ich so den einen oder anderen Zweifel, ob das jeder Typ-2-Diabetiker versteht. Also da geht es dezidierter zu den Kohlenhydrate und da wird geschrieben, Kohlenhydrate kommen in vielen Nahrungsmitteln vor. Entscheidend ist, wie schnell sie den Blutzuckerspiegel beeinflussen. Dann kommen Beispiele für Lebensmittel, die den schnell beeinflussen. Das sind Instant-Produkte, gezuckerte Säfte oder Limonaden. Dort liegt Zucker in Reinform vor, daher treiben diese Produkte die Blutzuckerwerte rasch in die Höhe. Ein hoher glykämischer Index, nämlich auch schon ein schwieriges Wort für die meisten Diabetiker. Ja, gezuckerte Säfte, da sollten wir als Fachleute natürlich stutzen und sagen, was sind denn gezuckerte Säfte? Die gibt es in Deutschland nicht. Hier einen kleinen Ausflug in die Zusammensetzung der Säfte. Der reine Fruchtsaft wird nur durch mechanische Extraktion gewonnen, also ausgepresst. Er hat 100% Fruchtgehalt, das heißt, es wird ihm kein Zucker zugesetzt, es wird auch keine Zusatzstoffen oder Genusssäuren zugesetzt. Und nur das, was bei der Herstellung verloren gegangen ist, wird wieder zurückzugesetzt. Und das, egal ob es aus Direktsaft oder Konzentrat kommt, ist bestimmt immer zu 100% aus Früchten. Womit Fruchtsäfte gerne in einen Topf geschmissen werden, ist der Orangennektar, beim Beispiel der Orange oder das Orangenfruchtsaftgetränk. Aber den gezuckerten Saft, den gibt es nicht. Das ist wichtig nachher, wenn es um Studien geht. Wenn man von Säften spricht, ist das was anderes als von zuckergesüßten Getränken. So, nochmal zu der Empfehlung der Patientenleitlinie. Weil der Zucker in Reinform vorliegt, in dem Saft, der nicht gezuckert ist, wie wir jetzt wissen, treiben diese Produkte die Blutzuckerwerte rasch in die Höhe. Und dafür wird der glykämische Index angeführt. Der glykämische Index, einfach nochmal zur Erinnerung, ist die Fläche oder entspricht dem Blutzuckeranstieg von 50 Gramm Glucose. Verglichen werden, also wir haben meistens weniger als 50 Gramm Glucose.
Ein Lebensmittel mit niedrigem glykämischen Index sind alle Lebensmittel, die weniger als 55 haben. Wenn wir uns das mal anschauen für Fruchtsäfte und Früchte, dann sehen Sie, dass der Apfel mit einem glykämischen Index von 39, ebenso wie der Apfelsaft mit einem glykämischen Index von 41, die Orange mit einem glykämischen Index von 43 und der Orangensaft mit einem glykämischen Index von 50 zu den Lebensmitteln mit niedrigem glykämischen Index führen. Zum Vergleich, ein Cola-Getränk steigert den Blutzucker sehr viel mehr. So, in der Patientenleitlinie wird weiter gesagt, es kommt also nicht nur auf die Menge der Kohlenhydrate an, sondern auf die Art. Sie sollen Lebensmittel erkennen, die Patienten, welche den Blutzucker schnell oder langsam erhöhen, und sie sollen wissen, welche Kohlenhydratmenge in Lebensmitteln steckt. Wobei generell eine kohlenhydratarme Kost wissenschaftlich nicht begründet werden kann. Sie müssen sich also nicht unbedingt kohlenhydratarm ernähren. Das ist gut und schön mit dem zu wissen, welche Lebensmittel den Blutzucker schnell oder langsam erhöhen. Es wäre schön, wenn wir das auch so wüssten, denn der glykämische Index, den kann man zwar für Lebensmittel im Labor bestimmen, aber er unterscheidet sich von Mensch zu Mensch und der glykämische Index eines Lebensmittels unterscheidet sich natürlich auch je nach Kontext, in dem das Lebensmittel verzehrt wird. Ich zeige Ihnen mal, wie man den glykämischen Index von Orangensaft noch weiter runterbringen kann, indem man es hier mit dem typisch amerikanischen Frühstück mit Speck, Hash Browns, also so Kartoffeln, Reibekuchen und Spiegeleiern bringt. Da sind wir ganz weit weg von den in der Tabelle aufgeführten glykämischen Index, denn das Fett und das Eiweiß aus diesem typisch amerikanischen Frühstück, das ändert die Magenverweildauer und die Abgabe von Glucose in den Darm und dann die Aufnahme in das Blut so ungemein, das wird keiner messen können. Und so ändern sich eben die glykämischen Indexe im Vergleich der Mahlzeiten und lassen sich gar nicht so für den Patienten bestimmen. So, was gibt es jetzt für Studien? Möglichkeit der Ernährungstherapie bei Diabetes. Tatsächlich ist da der glykämische Index immer wieder Thema und die Bezugsgröße, wobei aber man besser von Mahlzeiten und nicht von einzelnen Lebensmitteln spricht, denn der Einfluss eines einzelnen Lebensmittels auf den nüchternen Glukosewert und eines HbA1c-Wert ist einfach begrenzt. Man muss eine Gesamternährungsweise sehen. So ist das aber, wenn man es schafft, die Patienten dazu zu bewegen, dass sie sich vermehrt, dass sie vermehrt Lebensmittel verzehren, die einen niedrigen glykämischen Index aufweisen, dann führt diese Ernährungsweise zu geringeren nüchternen Glukosewerten und im Verlauf auch zu kleineren HbA1c-Werten. Dadurch konnte in Studien, das heißt bei einer guten ernährungstherapeutischen Betreuung, eine Verminderung des Langzeitzuckers um 0,43%, also fast einem halben Prozent erreicht werden im Vergleich zu einer Kost mit einem hohen glykämischen Index. Das hört sich jetzt gar nicht so viel an, aber wenn man mal schaut, eine Erhöhung des HbA1c um 1% bedeutet eine Erhöhung des Risikos für Folgeerkrankungen um 25%. Das heißt, eine Verminderung auf der anderen Seite reduziert das Risiko für Folgeerkrankungen des Langzeit hohen Blutzuckers ganz immens. Und dieser Effekt, der da in Studien durch Ernährungstherapie erreicht werden konnte, ist ähnlich dem, den auch einige, nicht die neuesten, aber einige blutglukosesenkende Medikamente erreichen, die man dann
immer noch obendrauf tut, wenn das Metformin alleine nicht gerecht wird oder das Metformin nicht eingesetzt werden kann, weil es eben Kontraindikationen dafür gibt. So, wie ich schon sagte, diese einzelnen Lebensmittel auf Diabetesparameter, den Einfluss, das kann man tatsächlich nur in Studien und über eine kurze Zeit. Auf Dauer ist entscheidender, wie sieht die Mahlzeitenzusammensetzung und wie sieht die Ernährungsweise des Patienten aus. Es ist erst vor kurzem, vor wenigen Wochen, eine Meta-Analyse erschienen mit 155 Studien, die sich verschiedene Lebensmittel angeschaut haben, wie haben die sich in Studien auf die relevanten Parameter wie HbA1c, nüchtern Glucose oder Insulinausschüttung beschäftigt. Und zwar jeweils die Lebensmittel zusätzlich gegeben wurden, ob diese Lebensmittel andere Lebensmittel ausgetauscht haben oder ob man diese Lebensmittel weggelassen hat. Also eine Megadatenlage. Und diese Meta-Analyse kam zu dem Ergebnis, dass es kein erhöhtes Diabetesrisiko durch Lebensmittel und Getränke gibt, die natürlich vorkommende Fructose enthalten. Dazu zählen die Früchte, Gemüse, aber eben auch die Fruchtsäfte. Wenn man schaut, dass die wirklich nicht zusätzlich gegeben werden, sondern also keine zusätzliche Energie liefern, sondern im Rahmen dessen, was die Probanden tatsächlich aufgenommen haben, dann können sie sich langfristig sogar positiv auf den Blutzucker, den Insulinspiegel und den HbA1c auswirken. So, wie sieht das aus mit Fruchtsaftgenuss und Gewichtsreduktion? Hintergrund ist ja der, dass 90% der Typ 2 Diabetiker adipös bzw. übergewichtig sind und dass es, wenn der Diabetes früh erkannt wird, häufig schon reicht, eine Gewichtsreduktion durchzuführen und zwar die Voraussetzung für den Diabetes beizubehalten, aber keine medikamentöse Therapie mehr notwendig ist. Die Frage ist, kann man Gewicht reduzieren, auch während man Fruchtsaft trinkt? Und dazu gibt es Studien, die zeigen, dass der Genuss von Fruchtsäften bei einer solchen Gewichtsreduktion nicht einer Gewichtsreduktion entgegensprach, sondern es zu gleichen Gewichtsabnahmen wie im Vergleich zu einem Kontrollgetränk kam. So, der Professor Kahle hat in einem letzten Webinar auch eine große Studie vorgestellt, die er gemacht hat, wo seine Probanden richtig viel Orangensaft trinken mussten, sogar 20% des täglichen Energiebedarfs. Und wo man da geschaut hat, wie wirkt sich das auf die Gewichtsentwicklung an, wobei die Probanden den Orangensaft nicht on top zu dem, was sie normalerweise gegessen haben, sondern sie haben eben so und so viel Orangensaft trinken müssen, bis zu einem Liter am Tag und die Zusammensetzung der anderen Mahlzeiten war nicht vorgegeben. Aber über den Studienzeitraum, wo bis zu 7000 Kalorien insgesamt durch den Orangensaft zugeführt worden sind, kam es nicht zu einer Gewichtszunahme. Was an der Studie besonders interessant war, war, dass es sich sogar positiv ausgewirkt hat, wenn der Saft zu den Mahlzeiten getrunken wurde, denn dann sank zusätzlich der Körperfettanteil. Auf der anderen Seite gibt es eine langjährige Studie, die zeigt, wenn man statt Saft, sondern in der Studie zusätzlich eine Portion eines Getränks mit Zuckerzusatz täglich verzehrt, dann zeigte sich über den Verlauf einer Beobachtungsstudie von 8 Jahren 1 Kilogramm Körpergewicht pro Jahr mehr. Während Probanden, die das eben nicht zusätzlich tranken, also weniger als eine Portion von einem zuckergesüßten Getränk pro Woche tranken,
im Verlauf der Jahre nur 0,15 Kilogramm pro Jahr zugenommen. So, Fruchtsaft wird ja für den Gesunden auch als eine Portion der fünf am Tag, zum Beispiel im Ernährungskreis, sehen Sie, das ist ein Glas Saft in der Gruppe des Obst und Gemüses abgebildet. Bei einem Ausschnitt des Tagesplans, beruhend auf 2000 Kalorien, sehen Sie hier zum Beispiel ein Glas orange Fruchtsaft als Zwischenmahlzeit. Ich hebe kurz die Hand, Ja. denn es kam eine Frage, ob die Probanden der vorher beschriebenen Studie Diabetes mellitus Typ 2 Patienten waren. Nein, das waren Sie noch nicht. Vielen Vielen Dank. Dank. Ja, die aktuellen Empfehlungen für Gesunde sind so, beruhend auf der Studie, würde man sagen, für den Diabetiker würde man eben nicht das Glas Orangensaft als Zwischenmahlzeit empfehlen, sondern zur Mahlzeit dazu, um die Gewichtsreduktion oder das Konstanthalten des Gewichts noch zusätzlich zu fördern. So, Fruchtsaft hat auch was mit Lebensstil zu tun. Sie alle kennen sicherlich fünf am Tag. Das ist die deutsche Umsetzung, um die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation umzusetzen, mehr Gemüse und Obst zu erreichen. Ziel dieser Empfehlung ist die Prävention ernährungsmittelbedingter Krankheiten. Das ist nicht nur Diabetes, sondern auch Krebsprävention. Es gibt keine Studien, die zeigen, dass fünf am Tag helfen würde, Diabetes mellitus Typ 2 zu verhindern. Das funktioniert eher über den Umweg der Verhinderung des Gewichtsanstiegs im Erwachsenenalter, also um die Energiedichte zu senken. Schon vor 10 Jahren bei der nationalen Verzehrstudie konnten aber nur 40% der Befragten wirklich die fünf am Tag umsetzen. Wenn man jetzt gemäß der deutschen Empfehlung den Fruchtsaft, also die eine Portion 150 Milliliter gelegentlich mit einbeziehen würde, 56% die fünf am Tag, fünf Portionen Gemüse und Obst täglich aufnehmen. Ich zeige Ihnen hier nochmal die Verteilung über die Altersgruppen und die Verteilung Männer und Frauen. Und Sie sehen, den Männern, gerade in den kritischen Altersgruppen, also ab 50, wo die Inzidenz des Diabetes mellitus Typ 2 zunimmt, da erreichen nur ein ganz geringer Anteil wirklich die DGE-Empfehlung. Wenn man mal schaut, wenn wir jetzt Fruchtsaft mit einbeziehen würde, ist es nicht so, als würden die Deutschen schon Unmengen von Fruchtsaft trinken, sondern pro Jahr sind das in Deutschland 22 Liter pro Person. Das entspricht ungefähr 20 Milliliter pro Tag, also sind mal ein bisschen mehr als ein Esslöffel, während die Deutschen es schaffen, 116 Liter an zuckergesüßten Erfrischungsgetränke zu sich zu nehmen. Nochmal zum Thema Fruchtsaft und Lebensstil. Eine britische Studie hat untersucht, wie ist denn das, wenn wir jetzt sagen, ja, trinkt Fruchtsaft, lassen die Leute dafür Gemüse und Obst weg. Das ist nicht so, sondern die Leute, die Fruchtsaft trinken, essen auch schon mehr Obst und Gemüse als Nichtsafttrinker. Und sie zeigen insgesamt eine höhere Ernährungsqualität. Es ist also nicht so, dass Fruchtsaft so eben wie das Cola-Getränk zu sich genommen wird, literweise am Arbeitsplatz oder so. Bei den Kindern hat man auch gesehen, wenn Kinder Saft trinken, dann tranken sie weniger Erfrischungsgetränke und aßen weniger Snacks als die Gruppe der Nichtsafttrinker, auch schön. Und sowohl die Erwachsenen als auch die kindlichen Safttrinker waren schlanker.
Ich weiß, dass man die Ernährungsgewohnheiten der Briten nicht eins zu eins auf das Deutsche übernehmen kann. Sicherlich ist da der ungesunde Lebensstil noch weiter ausgeprägt als bei uns und die Schere zwischen gut informiert und schlecht informiert ist auch noch weiter. Aber es zeigt sich, dass das Glas Saft auch gerade bei den Kindern häufig so als ein Baustein dessen ist, etwas für die gesunde Ernährung zu tun und eben auch die 5 am Tag zu erreichen. Das war auch wiederum, aber das findet ja alles auch schon statt, bevor ein Mensch Diabetiker wird. Das heißt, wenn er regelmäßig 5 Portionen Gemüse und Obst am Tag isst und auf seine Ernährung achtet, dann kann er trotz genetischer Veranlagung vielleicht nie in die Lage kommen, Diabetiker zu werden. Ich möchte aber noch auf weitere Aspekte zum Fruchtsaft, besonders beim Orangensaft, eingehen. Da gibt es Hinweise, dass die sekundären Pflanzenstoffe im Orangensaft, also die Farbstoffe, die Flavone mit den Namen Hesperidin und Naringenin, dass die unter Umständen auch für Diabetiker noch weitere positive Faktoren haben. Denn, also erste Hinweise, keine Empfehlung, jetzt das Antidiabetikum durch O-Saft zu ersetzen, aber es scheint in Studien so zu sein, dass die Flavone auch helfen, die Glukoseabsorption zu reduzieren, also die Aufnahme des Zuckers aus dem Darm, während sie auf der anderen Seite die Insulinsekretion, die Bildung des Insulins, die ja beim Typ-2-Diabetiker häufig anfangs noch möglich ist, zu stimulieren und auch die Aufnahme der Glukose in die Zellen stimulieren. Das heißt, den Zucker aus dem Blut raus und in die Zellen reinzubringen. Das ist das gleiche Prinzip, wie eben auch die Antidiabetiker haben. Aber ne, weiterhin kein Vergleich und kein in der Menge wahrscheinlich nicht ähnlich, aber interessant als Studienergebnis. Wichtig ist aber auch, dass O-Saft Vitamine, Mineralstoffe und weitere sekundäre Pflanzenstoffe enthält und dass die aus den Fruchtsäften gut verfügbar sind. So haben wir hier meine Aufstellung, was in 150 Milliliter Saft drin ist. Und da ist neben dem Energiegehalt von 60 Kalorien und dem Zucker natürlich, aber auch interessant das Vitamin C, was zum Beispiel, wenn man den Saft zur Mahlzeit dazu genießt, auch die Aufnahme von Eisen in den Körper wieder begünstigt. Die Folsäure, das ein Vitamin ist, was viele Erwachsene in Deutschland nicht ausreichend zu sich nehmen. Und außerdem noch Beta-Carotin und Kalium, also da zur Versorgung einen wichtigen Beitrag leisten kann. Ja, ich komme jetzt zum Fazit. Das heißt, eine hyperkalorische Ernährung mit einem hohen Anteil an einfachen Kohlenhydraten fördert über die Entstehung von Übergewicht und Adipositas tatsächlich den Diabetes Typ 2. Und eine hypokalorische Ernährung fördert die Gewichtsnahme und Gewichtsabnahme und kann deshalb vor allen Dingen zu Beginn der Erkrankung zu der Remission des Diabetes Typ 2 führen. Das heißt, dass die Veranlagung gleich bleibt, aber tatsächlich der Diabetes Typ 2 nicht zum Ausbruch kommt, der Langzeitzucker in dem gewünschten Rahmen unter 7 bleibt und damit der Mensch einfach weiterhin auf seine gesunde Ernährung achten muss, aber nicht zu einem Medikamenten, dass er keine Medikamente nutzen muss. Dazu benötigt es eine Ernährungsweise, die reich an Lebensmitteln mit niedrigem glykämischen Index sind. Denn die kann auf Dauer die Diabetesparameter günstig beeinflussen.
Jetzt aber zu sagen, die gezuckerten Säfte, die es nicht gibt, wie wir schon besprochen haben, und die Lebensmittel sind böse, weil sie das und das enthalten und diese sind gut, weil sie das und das enthalten, funktioniert nicht. Nochmal zurück, das Bild mit dem amerikanischen Frühstück, wo der glykämische Index eigentlich ad absurdum geführt wird. Es ist wichtig, die Mahlzeitenzusammensetzung des einzelnen Patienten zu beobachten und sein Ernährungsmuster. Was bedeutet das jetzt für Sie in der Therapie? Was empfehlen Sie den Patienten? Die Frucht ist eine Quelle für Vitamine und Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe. Ich würde Sie also, wenn ich einen Tagesplan, ein Ernährungsprotokoll eines Patienten sehe, ich würde Sie nicht generell rausstreichen und eine Einheit zu Zuckergehalten mit dem Patienten besprechen, sondern ich würde schauen, ist es im Rahmen einer Mahlzeit, welche Mengen erreicht er, hilft ihm das, ein attraktives, genussvolles Frühstück zusammenzustellen oder trinkt er das abends im Rahmen des Abendessens? Darauf kommt es, und das ist unsere Aufgabe als Ernährungstherapeuten, anzuschauen, in welchen Mengen und in welchem Kontext wird das Ganze verzehrt und was sind eigentlich seine Quellen für zugesetzten Zucker, wie ist überhaupt da der Anteil? Dem Klienten würde ich aber auch sagen, dass er das nicht als Getränk sehen soll, sondern dass es ein pflanzliches Lebensmittel ist, was tatsächlich zu seiner 5 am Tag dazugehört, die ich mit dem Patienten auch besprechen würde und gucken, wie kann er denn Gemüse und Obst besser in seinen Tagesplan einbringen. Und Ziel ist dann nicht, dass das die Mahlzeit so aussieht und dass der Orangensaft die Alibi-Funktion erfüllt, sondern tatsächlich wäre das Ziel eher, dass die Mahlzeit so aussieht, mit einem höheren Anteil an Vollkornprodukten, mit einem Salat getrockneten Gemüsen und guten Fetten aus Oliven beispielsweise. Jetzt stehe ich Ihnen gerne noch danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und stehe Ihnen gerne für Ihre Fragen zur Verfügung. Genau, ich würde an dieser Stelle einfach nochmal versuchen, uns wieder auch per Kamera ins Spiel zu bringen. So, bitte. Ja. So, ich verschwinde aus dem Bild, habe nämlich meine eigene Kamera, die ich jetzt anmache. Und also erstmal vielen Dank, Frau Tummel, für diesen sehr interessanten Vortrag. Wir haben tatsächlich in der Zwischenzeit auch noch ein paar Fragen reinbekommen. Und zwar ist eine Frage gestellt worden, ist der Direktsaft, also Orangensaft aus dem Kühlregal, genauso wirksam wie der frisch gepresste? Frage gebe ich gerne weiter. Ja, ist er. Und es gibt sogar Studien, wo ich bei der Technologie nicht ganz so fit bin, aber die zeigen, dass die Vitamine und sekundären Pflanzenstoffe sogar noch besser aus dem industriell hergestellten Saft verfügbar sind. Das schließt vielleicht sogar schon an die nächste Frage an. Die ist nämlich, meines Wissens ist der sekundäre Pflanzenstoff Hesperidin hauptsächlich in den Orangenschalen, im weißen Schalenbestandteil der Frucht enthalten. Wie kommt es dann in den Orangensaft? In dem weißen Bestandteil der Frucht, das wird ja mit ausgepresst und bei dem eben Fruchtsaft mit Bestandteilen, mit Fruchtfleisch, habe ich das auch mit drin. Nächste Frage. Sollte nicht besser ein generelles Zuckerverbot für Typ-2-Diabetiker ausgesprochen werden?
Ja. Das ist natürlich eher so eine Vorgehensweise, wie man das vor 40 Jahren vielleicht versucht hat. Das können Sie ja gerne versuchen, aber dann sind Sie den Klienten los wahrscheinlich, denn wenn Sie einen 70-jährigen Diabetiker vor sich sitzen haben, der einen hohen Süßigkeitenanteil vorher hatte, dann ist die heutige Herangehensweise einfach mit dem Patienten zu schauen, wo kann er verzichten, wo sieht er ein, wo hat er Einsicht in seine Krankheit und wie erreichen Sie Zucker durch andere Lebensmittel zu ersetzen. Das ist Verbote funktionieren leider nur stationär, wenn man es auch wirklich beeinflussen kann. Ansonsten müssen wir dem Patienten seine Verantwortung selber in die Hand geben. Ja, vielen Dank. Eine Frage kam eben noch rein, die auch wieder an die Art des Saftes anschließt, also eine Frage, die wir in anderer Form vorher hatten. Und zwar ist der Saft aus Fruchtkonzentrat genauso hochwertig wie der Direktsaft? Da hatten wir ja eben die Übersicht, was mit dem Saft passiert und was wieder zugesetzt werden kann aus dem Saft aus Konzentrat. Dem darf das, was ihm bei der Konzentrierung verloren gegangen ist, am Schluss wieder zugesetzt werden. Deswegen ist er aus Konzentrat genauso hochwertig. So, noch eine Frage ist hier eingegangen. Gibt es für ältere Menschen besondere Empfehlungen beim Verzehr? Müssen ältere Menschen etwas besonders beachten? Ja, bei älteren Menschen kommt darauf an, wo bei ihnen das Alter anfängt. Ist es natürlich so, dass Gemüse- und Obstverzehr eher schwieriger als leichter wird. Denn dann kommen auch Kauprobleme. So, wenn wir im besten Fall bei über 70-Jährigen drüber sprechen, ne? Da sprechen wir davon, ist Rohkost noch geeignet? Geht das mit den Zähnen? Da ist Orangensaft sicherlich. Ja, noch häufiger ein Punkt, was man ansprechen könnte im Rahmen einer Mahlzeit, um die zu. Eine weitere Frage bezieht sich auf den Gesundheitseffekt von Orangensaft bzw. auf die Fructose. Die Frage lautet: Fructose fördert meines Wissens die Entstehung von Fettleber. Würden Sie den Saft dann trotzdem empfehlen? Ja, dazu hatten wir im Mai ein ganzes Webinar. Es kommt auf die Menge an. Wir hatten eben in der Übersicht 150 Milliliter Saft, enthalten 4 Gramm Fructose. Das ist keine Menge, mit der Sie eine Fettleber erreichen. Fettleber wird nur erreicht, wenn es wirklich Fructose im Überhang ist, und immer im Hyperkalorischen. Wir sprechen ja nicht von einer hyperkalorischen Ernährung.